zu einem neuen Video. Ja, ich möchte euch heute gerne meine neuen Goose Creek Schätze zeigen. Auch an mir ist die Frühjahrskollektion nicht spurlos vorbeigegangen. Da durfte das ein oder andere Schätzchen auch in den Warenkorb hüpfen. Und ja, jetzt ist hier vor mir, ich mag es gar nicht aufzählen, ne, wie viele Düfte ich hier vor mir liegen habe. Es ist Wahnsinn. Und manchmal denke ich mir so, Claudia, bist du eigentlich noch ganz normal? Hast du eigentlich irgendwie einen an der Klatsche? Was machst denn du da? Das schaffst du doch niemals im Leben, alles zu verbrutzeln. Naja, gut, okay. Und dann klingelt der Postbote und wedelt mit dem Päckchen. Und dann denkst du dir bloß, ach komm, egal. Die Düfte sind toll und das ist die Hauptsache. Ja, und diese Düfte, die ich hier vor mir habe, die sind alle richtig schön. Gut, bis auf zwei kleine Ausnahmen, die zeige ich euch aber gleich, aber ansonsten sind alle wunderschön. Also ich habe wirklich mit Goose Creek noch nie irgendwie groß negative Erfahrungen gemacht. Vom Abbrennverhalten her sind die wirklich super. Also bei mir brennen die Gläser alle richtig schön sauber runter. Die rußen nicht, ich habe keine Wachsreste drin. Ja, also die sind wirklich einwandfrei und ich liebe einfach die Qualität und die Düfte von Goose Creek. Ja, und bevor wir jetzt hier weiter Zeit verschwenden, hätte ich gesagt, starten wir doch mit dem ersten Duft. Und den habe ich im großen Hauswarmer. Das ist Gartenhaus. Jetzt muss ich selber nochmal gucken. Ja, sieht so schön aus in dem blauen Wachs. Und das Label finde ich auch ganz, ganz toll. Das erinnert mich irgendwie so an Spätsommer. Ja, an Spätsommer, wenn so alles geblüht hat und es wird langsam alles braun und gelb, ne, fängt alles an zu verblühen und so erinnert mich dieses Label. Ich habe hier die Duftkomponenten vor mir, ich lese euch vor und zwar ist hier drin enthalten Gartenblüte, heller Granatapfel, Geranie, grüne Blätter und Gartenbrise. Und ich finde diesen Duft so schön. Ja, das ist einfach ein ganz toller, floraler, grüner, leicht spritzig, fruchtiger Duft, finde ich. Durch den Granatapfel hat man eine schöne Süße, aber leicht, aber also eine schöne Süße, aber auch gleichzeitig eine leicht spritzige und eine leicht fruchtige Note. Und dann einfach die Geranien, das Florale, ja, das Chlorophyllische, das Grüne. Oh, ich finde ihn so schön. Und ich wusste gleich, Gartenhaus, der kann mir definitiv nur gefallen. Schon die Duftbeschreibung her war einfach vielversprechend. Und ich finde diese floralen Noten mit dem Granatapfel, ja, einfach wunderschön. Und dieser Duft ist einfach ganz toll. Gartenhaus. Und ja, den hatte ich mir gleich als großen Hauswarmer gekauft und bereue diesen Kauf nicht. Ja, Gartenhaus. Dann habe ich mir als nächstes, und da entschuldige ich mich gleich vorab, der ist schon angebrochen, denn ich konnte es nicht abwarten, der durfte schon in die Lampe wandern, und zwar Pink Beach. Darin enthalten leuchtend rosafarbene Zitrusfrucht, Inselbeeren, milder Moschus, weiches Sandelholz, Meeresbrise. Da haben schon ganz viele geschimpft, weil das ja der Pink Sands von Yankee Candle ist oder 1:1 wie Pink Sands. Ist mir persönlich wirklich egal, von welchem Hersteller welcher Duft ist. Mir geht es um den Duft. Und der hier ist einfach wunderschön. Ich kenne den von Yankee Candle also noch nicht. Ich hatte den noch nicht gehabt. Oh, und ich habe den, wo ich das, diesen Breakable Shot gekriegt habe, ich musste den gleich ausprobieren. Und der ist einfach so schön. Der ist frisch, der ist süß, der ist spritzig. Ja, der verkörpert einfach irgendwie ein total schönes Urlaubsfeeling, finde ich. Mm, der ist toll. Der gefällt mir richtig gut. Und ich finde auch diese leichte Moschusnote, die nimmt man ganz dezent wahr. Und ja, also der hier gefällt mir richtig gut. Pink Beach. Und da werde ich mir definitiv ja, bei Gelegenheit noch den großen Hauswarmer kaufen, weil der Duft mir einfach zusagt. Ja, dann habe ich mir gekauft und zwar einmal als großes Glas Strawberry Pound Cake und einmal als Clamshell.
Ja, der Duft ist toll. Also ich habe zuerst das große Glas gehabt und beim Schnüffeln, ja, ist halt ein richtig schöner Foodie-Duft. Und da habe ich mir gedacht, komm, jetzt nimmst du dir den Klemmstein noch mit, dann haust du den erstmal in die Lampe, bevor du die Kerze anmachst. Und ja, die sieht so aus in so einem ja, lachsfarbenen Wachs, würde ich jetzt fast sagen, mit diesen Erdbeerkuchen drauf. Und ja, ich lese es mal vor. Und zwar Erdbeerkuchen, Vanille, Zuckerglasur, gemischte Beeren, Vanille, Schote, Zucker. Ja, ich finde einfach Strawberry Pound Cake, der ist extrem süß und extrem künstlich. Also es ist keine natürliche Erdbeere, es ist mehr eine künstliche Erdbeere. Aber dazu einfach dieses Vanillige, dieses Teigige, dieses Cremige, der gefällt mir richtig gut. Es ist einfach ein quietschsüßer Foodie-Duft. Ja, ich finde ihn ganz, ganz toll. Die Erdbeernote gefällt mir auch gut. Für mich muss es nicht immer authentisch sein. Für mich kann es auch gerne künstlich sein. Mag ich sehr gerne. Und ich finde einfach so, wie das Label vorne aussieht, so riecht er auch. Einfach wie ein schöner Erdbeerkuchen. Vanillig, teigig, cremig. Ja, mega lecker und schön kräftig, finde ich. Einfach schön intensiv. Der gefällt mir gut. Dann habe ich mir einen gekauft und da muss ich gestehen, es war ein Labelkauf. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gesehen und das Label hat mich so angesprochen. Cupid's Cocktail, also Cupid ist ja der Amor und das ist ja dann der Amors Cocktail. Und ich finde einfach das Label, das sieht so cool aus, die Farben, einfach voll splächig irgendwie und ja, ganz witzig. Und zwar ist hier die Duftbeschreibung großer Himbeere, purpurrote Himbeere, fruchtiges Aroma, Cocktails, kandierter Zucker. Und auch hier finde ich, das ist ein richtig quietschsüßer, fruchtiger Duft. Einfach dieses extrem bärig, extrem süß. Mehr muss man dazu gar nicht oder mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ich finde auch die Wachsfarbe richtig cool, so dieses ja, lila, ne? Sieht richtig toll aus. Und der Duft ist einfach ja total fruchtig, total süß, total bärig. Und den finde ich richtig schön. Und wie gesagt, ich habe, klar, mich haben natürlich schon, ne, also einfach dieses Fruchtige und das Süße ist ja sowieso voll meins. Und dann dieses Glas dazu fand ich optisch richtig cool. Also habe ich mir das gekauft und bereue es nicht und freue mich darüber riesig und bin gespannt, wie der warm ist. Ja, Cupid's Cocktail. Dann habe ich einen und zwar muss ich sagen, ja, Chocolate Angel Cupcake. Am Anfang, wo ich den gekriegt hatte, habe ich dran gerochen, habe mir gedacht, verdammt, warum hast du dir davon nur dieses Clamshell gekauft? Warum hast du dir nicht einen großen Hauswarmer gekauft? Ne? Das ist doch voll dein Ding. Ja, kalt riecht er auch ganz gut. Doch warm, boah, ich fand den so eklig. Warm hatte der irgendwas. Ich hatte zum Glück zwei Ecken in einem Tauschpaket drin. Und die habe ich natürlich ausprobiert, bevor ich hier meinen anschneide. Und warm hat der irgendeine Note gehabt. Ich musste ihn ausmachen. Es geht gar nicht. Ich finde ihn eklig. Also, ja, keine Ahnung. Ich probiere ihn trotzdem nochmal in einer anderen Lampe, in einem anderen Raum. Vielleicht entwickelt er sich da anders. Ich weiß es nicht. Aber ich lese mal trotzdem kurz vor. Angel Food Cake, cremige Milchschokolade, Schlagsahne, weiche Birne, Sahnetorte, warmer Zucker. Also der riecht kalt. Schön schokoladig, schön cremig, schön süß. Eine leichte Fruchtnote nimmt man wahr, dass es jetzt Birne ist. Ja, würde ich jetzt nicht sagen, aber man riecht durchaus was leicht Fruchtiges. Also kalt riecht er wirklich schön, ja, cremig, milchig, schokoladig, süß. Aber warm hat er eine Note, die gefällt mir gar nicht. Chocolate Angel Cupcake. Und ich finde das ist schon wieder so, ja, einfach krass, ne? Wenn man Düfte kalt riecht und sich denkt, boah, wow und so, ne? Und dann riecht man die warm und denkt sich, nee, das geht eigentlich gar nicht. Und so war es bei dem. Leider Gottes. Und im Nachhinein bin ich echt froh, dass ich mir zum Glück erstmal nur dieses kleine Clamshell gekauft habe und kein großes Glas. Denn im großen Glas, ja, da wäre ich raus.
Dann der nächste Duft, den ich mir gekauft habe, den gab es halt nur in diesem Dreidochtglas. Im Übrigen, ja genau, dieses Cupid's Cocktail, ne, das ist ja so ein Zweidocht. Moment, ich zeige es mal kurz. Das ist ja so ein Zweidochtglas und die anderen, das sind die mit den 411 Gramm. Die haben diese Dreidochtgläser und diese Zweidochtgläser, die haben 450 Gramm, also 40 Gramm mehr. Bloß mal noch so zur Info. Ja, Pink Mousse Milkshake. Und ja, ne, Pink Mousse Milkshake, da muss ich nicht lange überlegen. Das ist genau mein Beuteschema. Und zwar Erdbeeren, gezuckerte Rose, Vanillemousse, rote Beeren, Vanille, Zuckerkristalle. Und der hier ist jetzt wieder ganz anders wie der Strawberry Pound Cake. Der hat zwar auch Erdbeere drin, aber hier hat der eine ganz leichte, florale, süße Rosennote. Ja, der ist schön süß, der ist schön cremig, der ist auch fruchtig, aber nicht so fruchtig wie der Strawberry Pound Cake. Der ist schon wieder anders fruchtig. Und dazu diese florale Rosennote, aber keine typische Rosennote. Oh, aber ich finde den so schön. Und jetzt guckt mal bitte das Label. Da kriegt man doch voll Bock, jetzt in so eine Eisdiele sich eine Kugel Eis zu holen. Und irgendwo schön, bei uns scheint heute so die Sonne, das ist wie Frühling. Ja, und einfach nur irgendwo draußen hinsetzen, das Eis essen und ja, einfach ein bisschen die Leute beobachten. Oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall ist der richtig toll. Der gefällt mir richtig gut. Das ist ein ganz toller, süßer, cremiger, ganz dezent floraler Duft. Und sowas mag ich ja total gerne. Die Kombination zwischen floral, süß, fruchtig, ja, ist voll meins. Und der hier auch. Also der ist ganz, ganz toll. Pink Mousse Milkshake gibt es halt nur in diesem Dreidochtglas. Ja, dann haben wir... Oh ja, den finde ich auch. Oh, den finde ich auch so schön. Welcome Home. Da finde ich auch die Wachsfarbe so cool irgendwie. Ne? Der ist schön schlicht einfach und elegant. Und das Label finde ich auch ganz toll. Ist einfach voll gemütlich. Seht ihr das? Eine Kuscheldecke, Lichterkette, ein Tee und ein Buch. Und ja, man macht sich einfach gemütlich zu Hause. Und hier ist drin Amber, Vanille, Bergamotte, cremiger Pfirsich, Vanille, Orchidee, leichte Mokka-Creme. Also diese Mokka-Creme rieche ich jetzt hier gar nicht raus, aber man riecht hier einen schönen Vanille-Touch, einen schönen Amber. Oh, einfach. Ja, diese Kombination zwischen diesem Vanille und dem Amber und dann diese ganz, ganz dezente Pfirsichnote. Ich finde den so toll. Ist einfach ein wunderschöner Kuschel-Wohlfühlduft, finde ich. Ja, man macht sich zu Hause einfach schön gemütlich auf dem Sofa. Draußen ist Schmuddelwetter angesagt und dann zündet man sich Welcome Home an. Ja, und dann ist man wirklich angekommen zu Hause, so finde ich. Der ist ganz, ganz toll. Richtig schöner, kuscheliger, frischer, ja, Wohlfühlduft einfach. So, dann haben wir einen. Und ja, die sind jetzt erst neu rausgekommen. Und dem konnte ich natürlich auch nicht widerstehen. Ne? Melone, da bin ich ja sofort dabei. Melon Picnic und... Ich warte sehnsüchtig drauf, dass da der große Hauswarmer rauskommt, weil dieser Duft ist einfach nur... Ja, also es ist für mich kein typischer Wassermelonenduft, sondern das ist so eine Mischung zwischen Wassermelone und Honigmelone, finde ich einfach extrem süß. Melon Picnic, geschnittene Wassermelone, süßer Zucker, Apfel, rote Grapefruit, Zitrusfrüchte, Sommersonne. Ja, das ist irgendwie für mich so ein richtig schöner, meloniger Duft. Schön fruchtig mit einer leicht grünen Note. Aber kein so fresh cut grass oder irgendwie sowas nicht. Sondern, ja, irgendwas Plättriges. Aber die Melonenschale würde ich jetzt auch nicht sagen. Da gibt es ja den... Watermelon,
Die heißt Watermelon Patch. Genau, Watermelon Patch. Den finde ich, da nimmt man so eine melonige Note wahr und dazu finde ich diese grüne Schale. Finde ich bei Watermelon Patch extrem ja, ausgeprägt, einfach, dass man da so wie, als würde man diese grüne Schale riechen. Hier finde ich, riecht man keine grüne Schale von der Melone, sondern eher irgendwie was Blättriges. Auf jeden Fall ist er schön frisch, er ist schön süß, er ist schön fruchtig und der passt perfekt in den Sommer. Es ist ein ganz toller Melonenduft, gefällt mir richtig gut. Melon Picnic sieht das Label so aus, finde ich auch richtig hübsch draußen so. Ja, einfach auf der Wiese, auf Decke sitzen und Melone mampfen und einfach nur das schöne Wetter chillen. So, dann haben wir einen, oh, von dem war ich sehr enttäuscht. Sugar Donut. Ja. Ich habe natürlich gedacht, wo ich das gesehen habe, boah, wie geil, ne? Du bist auf jeden Fall, ja, willkommen hier bei mir zu Hause. Sugar Donut, sieht auch echt schön aus, wie der Puderzucker. Seht ihr das? Da wird gerade, der Puderzucker, der rieselt noch runter. Der wird gerade, werden die Donuts frisch bestreut von dem Puderzucker. So, und bei Sugar Donut, gebackener Donut, warmer Zucker, gebackene Teig, weicher Zimtstrudel, Zucker, warme Vanille ist enthalten. Und ich finde, der riecht 1 zu 1 wie der Brown Sugar Churros. Wie heißt der, ne? Brown Sugar Churros. Das war der aus der Herbst-Winter-Kollektion. 1 zu 1. Ist für mich original wie derselbe Duft. Ich habe gedacht, einfach der hier riecht man dieses gebackene oder diesen frittierten Donut extrem. Der ist süß, der ist zimtig, aber der riecht nicht wie so ein frischer Teig, sondern mehr wie so ein, ja, gebackener, frittierter Teig. Er ist nicht schlecht, aber ich habe mir einfach was anderes vorgestellt und ich finde es dann einfach blöd, wenn ja einfach derselbe Duft irgendwie rausgebracht wird, nur mit einem anderen Namen, den es ja erst vor kurzem gab. Ja, naja, gut. Den werde ich mir definitiv nicht als großen Housewarmer kaufen. Er ist halt zuckrig, er ist teigig, aber mehr gebackener Teig, kein frischer Teig. Ja, sehr zimtig. Zuckrig, aber nicht schlecht. Aber ja, ich habe eigentlich mir irgendwie ein bisschen was anderes erhofft. Sugar Donut. Dann haben wir, oh, der, ja, das ist mein absoluter Favorit. Ich liebe Teedüfte und der hier, als ich gelesen hatte, Sweet Tea, und da finde ich auch dieses Label so schön. Guck mal, mit der frische Eistee mit dem Minzplätzchen und der Zitronenscheibe und den Eiswürfeln. Richtig schön, ne? Wie an so warmen Sommertagen, wenn man draußen sitzt und ja, so einen Eistee trinkt. Und als ich den gelesen hatte, habe ich mir bloß gedacht, so, ja, das ist was für mich. Teeblätter, warmer Honig, Pfirsichnektar, Zucker, spritzige Grapefruit, Zitronenschale. Und ich finde, Sweet Tea. Echt, ey, das ist ein Sommerduft. Also, boah, der erinnert mich total. Kennt ihr diese Krümeltees? Pfirsich, Apfel, Zitrone und was gab es da noch? Bärige Sachen, glaube ich, ne? Diese Krümeltees, ja. Und ich finde, der riecht einfach wie eine Mischung zwischen Pfirsich und Zitronenkrümeltee. Nicht extrem, nicht zu süß. Der ist halt einfach schön frisch, wie gerade, ja, frisch zubereitet. Schön fruchtig, spritzig. Oh, der ist schön und leicht süß. Der gefällt mir richtig gut. Und auch da werde ich mir die Würze, glaube ich, erst irgendwann ab Mitte März geben, wenn ich jetzt richtig informiert bin, den großen Hauswarmer kaufen, weil das ist absolut, ja, genau mein Fall. Sweet Tea. Wunder, wunderschöner Teeduft. Dann haben wir noch einen, bei dem bin ich mega enttäuscht. Cotton Candy. Ja. Oh, ich habe gedacht, boah, geil, Cotton Candy, jawohl, kaufst dir gleich das große Glas, weil mit Cotton Candy kann man ja nichts verkehrt machen. Ich weiß nicht warum, ich komme mit dem Duft einfach, wir werden nicht warm miteinander, wenn man das so sagen darf. Ich meine, jetzt guckt euch mal das Label an, wenn man mal diese wunderschöne Zuckerwatte da drauf sieht, halte ich das auch richtig in die Kamera, damit man es auch richtig sieht. Ich meine, das sieht doch schon echt wirklich verführerisch aus, diese rosa-blaue Zuckerwatte, ne? Und dann denkt man sich so, boah, geil, Zuckerwatte, Jahrmarkt und
Der Geruch von so einer frisch gespinnten Zuckerwatte, doch leider. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, für mich ist das überhaupt kein typischer Cotton Candy Duft. Überhaupt nicht. Der ist zwar süß und ja, aber keine Ahnung. Zuckerwatte, locker gesponnener Zucker, blaue Himbeer, rosa Beere, Erdbeere, warmer Zucker. Jetzt muss ich mal fragen, was sind denn blaue Himbeeren? Gibt es das überhaupt? Ich habe noch nie was von blauen Himbeeren gehört. Gibt doch nur rote Himbeeren, oder? Man riecht hier schon so eine leichte, bärige, süße, bärige Note. Aber das ist, für mich ist es trotzdem einfach nicht dieser typische Cotton Candy Duft. Und ich hatte auch den, hatte ich zwei solche Wachsmeldecken in einem Tauschpaket drin. Habe ich natürlich gleich ausprobiert, bevor ich die Kerze anzünde. Ja, er hat mich jetzt nicht umgehauen. Ne? Also da hatte ich schon Cotton Candy Düfte von anderen Herstellern, sei es große USA-Hersteller oder eben unsere Handmade-Duftfeen. Die Cotton Candy Düfte sind alle anders. Das ist für mich jetzt, ja, muss es nochmal sagen, kein typischer Cotton Candy Duft. Ich behalte das Glas trotzdem. Erstmal gefällt mir die blaue Wachsfarbe, mir gefällt das Label. Der Duft ist an für sich nicht schlecht. Der hat irgendwie so was Spezielles, was Einzigartiges, aber halt, ja, keine Zuckerwatte, wie man den Zuckerwattenduft einfach kennt vom Jahrmarkt. So, und dann kommen wir noch zu einem Glas. Das ist auch wieder so ein Zweidochglas. Moment, ich muss hier bloß mal umblättern. Und zwar ist das Twilight Forest. Ja. Und hier fand ich auch das Label so cool. Das ist zwar sehr düster. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig erkennt. Das wird wahrscheinlich ein bisschen spiegeln. Mit dem Werwolf, mit dem Vollmond im Hintergrund. Und das fand ich richtig cool. Und die Beschreibung dazu ist purpurrote Blüten, weicher Bernstein, sanfter Kaschmir, Vanille, Sandelholz und Hölzer. Und ich finde, wenn man die Duftbeschreibung schon liest, weiß man eigentlich, was einen erwartet. Nämlich ein richtig schöner, ganz edler, edelig. Ein ganz schöner, edler, warmer, kuscheliger Wohlfühlduft. Oh, der ist ganz, ganz toll. Also es könnte von mir aus eine Bodylotion, eine richtig schöne Bodylotion sein. Es könnte aber auch ein wunderschönes Parfüm sein. Er ist noch so im Glas, ist er ein bisschen schwach. Aber die Duftnote einfach, diese Komponenten, die sind einfach so schön. Ja, und jetzt fällt Susi wieder. Susi! Entschuldigung. Ja, auf jeden Fall Twilight Forest. Ich finde auch dieses lilane Wachs wunderschön. Und wie gesagt, der Duft ist wunderschön. Also es ist ein ganz, ganz toller. Ja, könnte wie ein Damenparfüm einfach sein. Ich finde das Sandelholz und oh, einfach, das passt alles so gut zusammen. Ja, das ist ein ganz, ganz toller Duft. Also den kann ich wirklich nur empfehlen. Twilight Forest, die Vanille, der Kaschmir, das Sandelholz ist einfach wunderschön. Ja, Twilight Forest. So, und dann habe ich mir noch geholt drei. Oder hier solche Nuggets, wie nennt man denn die eigentlich bei Goose Creek? Wachsmelts oder Breakable Shots oder naja, wie auch immer. Da habe ich jetzt keine Duftbeschreibung da, aber dazu muss man jetzt eigentlich auch gar nicht viel sagen. Einmal habe ich mir gekauft, den habe ich schon im großen Glas und ich finde den so schön. Blooming Magnolia, das ist einfach ein richtiger, authentischer Magnolienduft, wie. Ja, wie wenn es im Sommer draußen unser Magnolienbaum einfach blüht. Und so riecht er. Einfach wie eine wunderschöne Magnolie. Ich liebe den. Ich weiß gar nicht, was jetzt, ob da noch irgendwas anderes drin sein soll. Müsste ich jetzt gleich mal nachgucken. Auf jeden Fall ist es für mich identisch wie ein originaler oder wie ein richtiger Magnolienbaum draußen. Wunderschön floral. Dann habe ich mir noch einen geholt. Den habe ich schon in x-facher Ausgabe. Also den habe ich schon auch zwei oder drei von diesen Wachsmelts und auch ein großes Glas. Aber ich liebe diesen Apfelduft einfach. Macintosh Apple. Das ist für mich so ein richtig schöner Apfelduft. Moment, jetzt geht es gar nicht auf. Ja, der geht schon so leicht in die Richtung kandierter Apfel, finde ich. Ein schöner, knackiger,
ganz süßer Apfel. Schön spritzig, schön frisch. Oh, ich finde den traumhaft. Ich liebe diesen Apfelduft. Das ist einfach, ja, das ist ein Apfel. Apfeldüfte liebe ich sowieso. Und der hier ist einfach für mich der beste Apfelduft überhaupt, den ich bisher jetzt getestet habe und ausprobiert habe, weil der einfach wie ein wunderschöner, süßer, saftiger Apfel riecht. Und dann habe ich mir noch eins gekauft, und zwar ist es Babypuder. Ich finde auch von Goose Creek, das Babypuder ist einfach das schönste Babypuder überhaupt. Yankee Candle, das gefällt mir überhaupt nicht. Das hat für mich gar nichts mit Babypuder zu tun. Doch den hier, ich finde auch Babypuder ist ein Duft, der geht irgendwie immer. Da riecht man sich gar nicht satt dran. Der ist einfach, ja, der verschmilzt einfach so mit seiner Umgebung, finde ich. Egal, in was für einen Raum man den anmacht, der ist einfach... Oh, ich liebe ihn einfach, Babypuder. Und ich finde auch das Label, das ist so zuckersüß irgendwie, ne? So ein richtig kleines, ja, ein kleines, für so ein kleines Baby, die Kuscheltiere und da hinten das Babypuder, die kleinen Strampler oder was das da ist. Ja, richtig, richtig toll und der gefällt mir richtig gut. Ja, so, und jetzt sehe ich gerade, bevor wir was vergessen, einen hätte ich doch fast vergessen, nämlich meinen allerliebsten... allerliebsten Goose Creek Duft, nämlich Sunset Sparkle. Da habe ich hier mir zwei Clamshells geholt. Ich habe so ein großes Glas schon verbrutzelt. Ich habe die Clamshells auch verbrutzelt. Jetzt habe ich mir den in x-facher Ausgabe geholt, damit das so schnell nicht leer geht. Ich habe mir auch davon das Raumspray gekauft und das ist grandios. Habe es mir auf Decke gesprüht und so, ne? Oh, und ich liebe Sunset Sparkle über alles. Das ist einfach, ja, also ein wunderschöner, für mich der schönste Goose Creek Duft überhaupt. Und ich finde die Wachsfarbe so schön, die ist einfach so intensiv, so knallig. Und der Duft ist einfach, brauche ich nichts anderes. Echt, brauche ich nichts anderes. Der vermittelt einfach irgendwie so ein wunderschönes Feeling in mir. Und wenn ich dazu diesen... Die Wellen sehe, das Meer und der Sonnenuntergang. Ja, ich lese es mal vor. Ich habe jetzt hier die Duftbeschreibung. Und zwar, dieser Duft ist eine Erinnerung, die Sie nie vergessen werden. Erleben Sie den Glanz eines tropischen Sonnenunterganges. Genießen Sie die Kopfnoten mit süßen Beeren und Mandarine, ergänzt mit Jasmin und Geißblatt, Amber, Vanille und eine leichte Prise von Sandelholz. Runden das Erlebnis ab. Ja. Also bei dem Duft, das ist einfach für mich der schönste Duft. Ich habe den gerochen und habe mir bloß gedacht, boah, okay. Also und der war ruckzuck einer oder einfach mein Favorit. Ich finde, ja, irgendwie, der vermittelt wirklich dieses Gefühl von Sonnenuntergang. Man sitzt im Strand, man sitzt im Sand am Strand und beobachtet einfach die Wellen, das Meer und dann sieht man hinten so am Horizont die Sonne untergehen und dann weht einem einfach diese Brise von Sunset Sparkle in die Nase. Ja, also das ist für mich, der verkörpert einfach wirklich Urlaubsfeeling ohne Ende. Kriege ich total Fernweh irgendwie, wenn ich den rieche und auch wenn ich dieses Label sehe. Und allgemein finde ich dieses Glas wunderschön und den Duft. Ja, ich liebe ihn, deswegen durfte da ein bisschen was einziehen. Das Raumspray habe ich jetzt hier ganz vergessen, es macht aber nichts. Ja, der Duft ist einfach wunderschön. So, und das waren meine Schätze. Es waren jetzt, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 Düfte. Alter Falter, echt, ey. Also, naja, gut, was soll man machen, ne? Wenn einen die Sucht packt, kann man nichts machen. Da ist man einfach, dem ist man einfach ausgesetzt, da ist man wehrlos. Ja, das war's. Das waren meine Goose Creek Schätze, die ich mir so zugelegt hatte. Viele schöne oder eigentlich größtenteils, sagen wir mal zu 90% sind es ja alles Frühjahrsdüfte, die jetzt erst rausgekommen sind, sind wunderschön. Ein paar stehen noch in der Warteschleife sozusagen. Also es sind schon ein paar bestellt, da warte ich. Die gab es ja jetzt erst vor kurzem überall in den ganzen Online-Shops, sind jetzt die ganzen anderen Goose Creek Kerzen online gewesen. Und da erreichen mich...
Die nächste. So, jetzt. Das war jetzt Karma, oder? So ein Zufall. Genau in der Sekunde, wo ich euch davon erzähle, dass noch Kerzen aufstehen oder ein paar Düfter, prompt klingelt der Postmann an der Tür und hält zwei Päckchen in der Hand. Ja, und da freue ich mich natürlich riesig. Das eine war von Candle Heaven, das andere war von Candle Dream. Und ja, da sind die restlichen Goose Creek Gläser, von denen ich euch gerade erzählt habe. Und jetzt habe ich mir gedacht, komm, die packe ich jetzt hier gerade noch mit ins Video rein. Dann brauche ich kein neues zu machen. Und die ganzen Düfte sind vollständig, oder? Finde ich doch jetzt gar nicht so schlecht. Und jetzt habe ich hier, und zwar Melon Lemonade. Ja, ich habe es euch ja vorhin gerade gesagt. Melonendüfte ist total was für mich. Ich liebe Melonendüfte im Sommer. Melone, Rhabarber, Erdbeer, Pfirsich. Mega, also damit kann ich einen ganzen Sommer so, ja, genießen mit den schönen fruchtigen Düften. Ich erzähle, was hier drin ist. Saftige Sommerwassermelone, frisch gepresste Limonade, reiner Rohrzucker. Ich finde Melon Lemonade, der riecht für mich, ja, geht für mich total in die Richtung wie der von Bath & Body Works, der Watermelon Lemonade. Und der hier ist eigentlich nichts anderes, ist ein wunderschöner, meloniger, süßer, fruchtiger Duft. Schön frisch, schön melonig, schön fruchtig und richtig süß. Ja, der ist einfach, genau das habe ich von dem erwartet, wo ich den gesehen habe, wusste ich, der kommt mit, der muss mit hier einziehen, auch wenn ich den von Bath & Body Works habe. Und letztendlich, viele Melonendüfte ähneln sich ja schon immer. Und nichtsdestotrotz, ich musste den haben, ich finde die Wachsfarbe wunderschön. Jetzt guckt euch mal das rote Wachs an, ist doch cool, oder? Und ja, wie gesagt, Melone geht bei mir immer, von daher war das hier überhaupt gar keine Frage. Der musste einfach mit. Ein wunderschöner, fruchtiger, frischer, ja, spritziger, extrem süßer Melonenduft. Wunder, wunderschön. Melon Lemonade. Ja, das war der eine. Dann haben wir Lovely Lily. Und ich liebe Liliendüfte über alles. Ich liebe Jasmin, ich liebe einfach florale Noten. Und wo ich den gesehen habe, wusste ich, der muss mit. Und ich weiß auch, dass dem mein Mann richtig gut gefällt. Ja, so sieht er aus. Ganz schlichtes Label mit den Lilien und die grüne Farbe und der Duft. Moment, also enthalten zarte Lilie, weiße Zitrusfrucht, grüne Blätter, leichte Brise, Frühlingsblüten und Tau. Ja. Es ist ein extremer, intensiver, floraler Duft. Extrem nach Lilie, schön irgendwie so eine leichte spritzige oder so eine leichte frische Note. Was schön Grünes hat der. Einfach wirklich, als hätte man so die ganzen Lilien mit Blüten und Grünstängel einfach hier so alles vereint. Oh, ich finde den toll. Der ist richtig schön. Das ist ein wunderschöner Frühlingsduft. Und heute bei dem Wetter wie Frühling, wenn ich den jetzt hier anmache und hier drinne, ja, riecht es einfach nach diesem wunderschönen Lilienduft. Draußen scheint so schön die Sonne. Perfekt. Och, der ist toll. Wusste ich schon auf Anhieb, der wird mir gefallen. Und da bin ich mega happy drüber, dass ich das Glas habe. Gibt es auch nur in diesen Gläsern, also gibt es keine Wachsmelts, gibt es auch keine großen Gläser. Gibt es nur in diesen Dreiduftgläsern. Auch der Watermelon Lemonade, der Melon Lemonade, genau dasselbe auch. Halt nur in Dreiduftgläsern. Dann haben wir noch einen, und zwar Warm Sunset. Der hat mich auch total angesprochen. Ja, die Wachsfarbe sieht so aus, so leicht bräunlich. Das Label sieht so aus, bei einem Sonnenuntergang würde ich sagen, oder Sonnenaufgang. Sonnenaufgang ist das, Sunset ist Sonnenaufgang, gell? Nein, Sunset ist Sonnenuntergang. Vergesst einfach, was ich gesagt habe. Naja, auf jeden Fall, der Duft ist wunderschön. Der erinnert mich ein bisschen an den Twilight Forest.
Hier ist drin Sonnenstrahlen, warmer Bernstein, weiche Vanille, sanfter Moschus, Sandelholz und weiße Hölzer. Hier ist jetzt halt kein Kaschmir drin. Nichtsdestotrotz ist der richtig schön warm und kuschelig. Sandelholz ist ja sowieso, ja, verleiht einfach irgendwie jeden Duft so eine schöne warme Note. Ach, der ist toll. Der ist richtig schön. Wie gesagt, der erinnert mich ein bisschen an Twilight Forest. Nur fehlt hier diese Kaschmirnote. Aber alles in allem ein wunderschöner, ja, Kuschelduft einfach. Warm Sunset. Also, der ist sehr, sehr schön. Gefällt mir richtig gut. Und dann, last but not least, habe ich mir einen aus der Men's Kollektion geholt, weil einfach, ja, als Hundefreund, ne, und Flanell und so weiter, hat mich dieses Label einfach angesprochen. Also das hier ist ein absoluter Labelkauf gewesen, bin ich ganz ehrlich. Ich finde das so süß. Ja, diesen Golden Retriever da drauf. Wunderschön. Und der Duft, Moment, wo habe ich es? Also, frische Luft, Meier-Zitrone, dunkler Bernstein, Muskat, Teller, Salbei. Habe ich das richtig ausgesprochen? Muskat, Teller, Salbei. Schwarzer Pfeffer, Jasmin, Sandelholz, Waldmoschus. Und das ist einfach, ja. Der Duft erinnert mich irgendwie an so ein Männerduschbad. Axe oder so. Also eine schöne maskuline Note hat der. Ich mag ja eigentlich keine maskulinen Düfte. Doch der hier gefällt mir echt ganz gut. Der ist schön. Also bei maskulinen Düften tue ich mich immer sehr schwer, diese Duftkomponenten tatsächlich auch rauszufiltern. Wenn ich jetzt hier schwarzer Pfeffer, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, wie schwarzer Pfeffer riecht. Aber ich finde alles in einem, der erinnert mich total an Axe. Oder ja, wenn mein Mann halt duschen geht, ne, mit seinen Männer-Duschbad da, was er benutzt. So riecht das, finde ich einfach. Und ich finde das Glas richtig cool, dieses schwarze Glas. Und ist auch zwei dort. Und dann einfach dieses Label. Ja, der ist richtig süß. Also das Label. Der Duft ist schön maskulin. Gefällt mir richtig gut. Die kommt zu meinem Mann in sein Zimmer. Und der wird sich drüber freuen. Ja, ein wunderschöner Duft. Habe ich mich richtig drauf gefreut, weil einfach, ja, dieses Glas mir so gut gefällt mit dem Hund da drauf. So, das waren noch meine vier Schätze, die gekommen sind. Im Übrigen, liebe Gina von Candle Heaven, falls du das Video sehen solltest, von Herzen Dankeschön. Du packst grundsätzlich, bei dir sind immer Goodies drin. Vielen, vielen Dank dafür. Hast mir so ein ganzes Clamshell reingepackt. Freue ich mich mega drüber. Da ist nochmal der Aufkleber. Und die Gina ist im Übrigen eine ganz, ganz liebe von Candle Heaven. Und ich liebe diesen Duft, den Clamshell habe ich auch da, das macht aber nichts. Mir gefällt der richtig gut und der passt auch wunderbar bei diesem schönen Wetter, passt der einfach. Blooming Harvest, ein wunderschöner floraler Duft. Einfach total floral, extrem intensiv, vollkräftig. Ja, den mag ich total, deswegen freue ich mich da riesig drüber. Also nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, das war mein XXXXL ja, Shopping-Wahn von Goose Creek. Also es ist wirklich, ich bin da die letzten Wochen extrem eskaliert. Also wie gesagt, manchmal denkt man sich dann, ja, hätte das jetzt sein müssen? Naja, gut. Da unterhalten wir uns jetzt lieber gar nicht weiter drüber. Was muss schon sein, ne? Also ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Vielleicht hat der ein oder andere, ich habe ja schon ganz viele Bilder in den Facebook-Gruppen gesehen. Viele haben ja ihre Schätze schon gekriegt. Das sind ja unsere ganzen lieben ja, Leute aus den ganzen Online-Shops, sei es Candle Warmers und Candle Heaven und Candle Dream, ganz, ganz schnell dabei, dass sie die neue Ware dann auch ruckzuck verschicken. Also es ist Wahnsinn. Ich glaube, vorgestern sind die erst in den Online-Shops eingezogen und heute oder gestern haben viele ihre Pakete schon entgegennehmen dürfen. Also ja, Wahnsinn. Richtig, richtig toll, was ihr da immer leistet für uns Duft-Junkies, dass wir da schnell an unseren Stock kommen. Genau. Also, ihr Lieben, macht's gut, bleibt schön gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.